Samstag. Fakten. Dagi LP. Das Faktenvideo. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute ist wieder Samstag, ein Grund zur Freude, und ich stelle euch heute 17 Fakten über den letzten Charakter vor, den ihr unbedingt heute haben wolltet, und zwar Cedric Diggory, und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Starten wir wie gewohnt mit Fakt Nummer 1. Cedrics Geburtsdatum ist leider nicht in voller Gänze bekannt. Was man weiß ist, dass er zwischen September und Oktober 1977 geboren wurde. An welchem Tag allerdings genau, ist nicht genau geklärt. Fakt Nummer 2. Seine Eltern, Mr. und Mrs. Diggory, zogen Cedric in einem kleinen Haus in der Nähe von Ottery St. Catchpole auf. Sein Vater ist bekanntermaßen ein Zauberer. Jedoch ist der Blutstatus seiner Frau unbekannt, weshalb man auch nicht sagen kann, ob Cedric selbst Reinblut oder Halbblut ist. Fakt Nummer 3. Cedric wurde am 1. September 1989 in Hogwarts eingeschult. Einsortiert wurde er ins Haus Hufflepuff, wo er schnell zu einem der besten Schüler wurde. Er war sportlich, clever und extrem gut aussehend. Alles, was ich nicht bin. Fakt Nummer 4. Cedric wurde in seinem 5. Schuljahr zum Vertrauensschüler von Hufflepuff ernannt, sowie zum Captain und Sucher seiner Quidditch-Hausmannschaft. Seine Rolle als Führungsposition nahm er konsequent wahr und fing den goldenen Schnatz bei seiner ersten Begegnung als neuer Kapitän im Spiel Hufflepuff gegen Gryffindor. Also in genau dem Spiel, wo Harry aufgrund der Dementoren vom Besen fiel. Siehe Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Fakt Nummer 5. Cedrics Zauberstab besteht aus Eschenholz, ist 12¼ Zoll lang, hat einen Kern aus Einhornhaar und wurde von Garrick Ollivander als ganz hübsch federnd beschrieben. Cedric hat diesen Stab sehr gut behandelt und gepflegt. Dies verrät er Ollivander im 4. Teil von Harry Potter. Fakt Nummer 6. Was nach Cedrics Tod mit seinem Zauberstab passierte, ist nicht genau geklärt. Jedoch ist davon auszugehen, dass er mit ihm begraben wurde. Eschenstäbe neigen nämlich dazu, ihre gesamten magischen Kräfte zu verlieren, wenn sie an andere Zauberer weitergegeben werden. Besonders dann, wenn der Kern auch noch aus Einhornhaar besteht. Fakt Nummer 7. Cedric hatte einen Vorfahren namens Eldridge Diggory, welcher von 1733 bis 1747 Zaubereiminister war. Er war es auch, der das Auroren-Rekrutierungsprogramm ins Leben rief. Im Jahre 1747, kurz vor Ende seines Amtes, verstarb er allerdings an den Folgen der Drachenpocken. Fakt Nummer 8. In seinem 6. Schuljahr wurde das Trimagische Turnier wiederbelebt, wofür er sich auch direkt bewarb, da er zu diesem Zeitpunkt bereits das 17. Lebensjahr erreicht hatte. Trotz aller Vorurteile, die Hufflepuffs wären Loser und unbegabt, ein Vorurteil, welches sich leider heute noch in kleinen Kreisen hält, wurde Cedric tatsächlich als Champion für das Trimagische Turnier ausgewählt. Fakt Nummer 9. Als Champion machte Cedric im Laufe der 3 Aufgaben eine sehr gute Figur und war stets ein fester Anwärter für den Trimagischen Pokal und dem damit verbundenen Preisgeld von 1000 Galeonen. Fakt Nummer 10. Cedric starb am 24. Juni 1995 auf dem Friedhof von Little Hangleton, nachdem der als Pokal getarnte Portschlüssel Harry und Cedric dahin brachte, was sich schlussendlich als Falle herausstellte. Wurmschwanz tötete Cedric mit Hilfe von Voldemorts Zauberstab, bevor dieser seinen menschlichen Körper zurückbekam. Fakt Nummer 11. Harry Potter erzählte jedoch jedem, dass Cedric von Lord Voldemort getötet wurde, obwohl er genau wusste, dass Wurmschwanz der eigentliche Mörder war. Fakt Nummer 12. Cedrics Eltern waren untröstlich, nachdem sie erfuhren, was ihrem Sohn angetan wurde. Mrs. Diggory konnte sich allerdings mit der Tatsache trösten, dass Cedric glücklich gewesen sein musste, da er im Glauben war, dass er das Turnier gewonnen hatte
Fakt Nummer 13. Robert Pattinsons Rolle als Cedric Diggory im vierten Teil von Harry Potter brachte ihm endgültig den Durchbruch als ernstzunehmender Schauspieler, noch bevor er durch die Twilight-Reihe weltweite Bekanntheit erlangte. Fakt Nummer 14. Des Weiteren gab Robert Pattinson selbst zu, dass wenn er die Wahl hätte, nochmal Cedric Diggory oder Edward Cullen aus Twilight zu spielen, er sich definitiv für Cedric entscheiden würde. Gute Entscheidung. Fakt Nummer 15. Cedrics letzte Worte zu seinem Vater waren: "Wir sehen uns später, Dad." Daraus wurde jedoch leider nichts. Fakt Nummer 16. Der Grund dafür, dass Cedric nach Hufflepuff kam, war der, dass seine faire und aufopfernde, loyale Art stärker war als seine anderen Eigenschaften, die tatsächlich zum Beispiel besser in Gryffindor aufgehoben wären. Somit war Cedrics stärkste Eigenschaft sein Verständnis für Moral und Anstand. Und zum Schluss Fakt Nummer 17. Cedrics Tod war der Grund, warum Harry tatsächlich imstande dazu war, Testrale zu sehen. J.K. Rowling bestätigte, dass es nicht ausreicht, den Tod alleine zu sehen, man muss diesen auch verstehen können. Als Harry im Alter von einem Jahr seine Mutter sterben sah, begriff er dies noch nicht in voller Gänze und war deshalb bis zu seinem fünften Schuljahr nicht dazu imstande, Testrale zu sehen. Das waren meine 17 Fakten über Cedric Diggory. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei, was ihr noch nicht kanntet. War besonders schwer diesmal, weil Cedric ja nur in einem Teil vorgekommen ist und dann direkt auch gestorben ist, was ein bisschen blöd für ein ausführliches Faktenvideo ist. Falls es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo würde ich mich noch mehr freuen. Und ansonsten habt ihr jetzt hier noch zwei Videos an der Seite, die ihr gerne noch abchecken könnt. Würde mich riesig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und bis dann. Ciao, Leute!